Bundeskanzler, Sie haben hier heute Abend dafür geworben, gemeinsam mit Frankreich, dass aus der strategischen... Wir haben uns entschieden, dass das Spitzenpersonal neu besetzt wird. Sie haben mitbekommen, dass Ursula von der Leyen erneut Kommissionspräsidentin werden soll, dass Antonio Costa Präsident des Europäischen Rates wird und Kaja Kallas die hohe Beauftragte. Das sind gute Personen, die gute Arbeit garantieren, die auch dafür sicher sorgen werden, dass Europa in den nächsten Jahren in ganz herausgeforderten Zeiten gut aufgestellt ist. Und insofern freue ich mich auch, dass es ganz anders als das letzte Mal hier doch relativ zügig gegangen ist. Gleichzeitig kann sich das, was hier im Rat als Konsens unter den 27 Staaten, wenn auch nicht ganz einstimmig, aber doch mit überwiegender Unterstützung zustande gekommen ist, auch stützen auf eine politische Plattform im Parlament, weil die drei Parteien, die diese Plattform auch in den letzten Jahren ausgemacht haben, Parteifamilien, die Konservative, die Sozialdemokratische und die Liberale, die Kandidatur von Frau von der Leyen auch unterstützen werden. Ihnen gebeten haben, den Spitzenkandidaten von den Sozialdemokraten Nicolas Schmidt als Kommissar. Deshalb war es für mich etwas ganz Besonderes, dass der ukrainische Präsident hier mit uns gemeinsam getagt und gesprochen hat, dass wir seine Situation, die Lage seines Landes erörtern konnten, aber dass wir auch eine Sicherheitsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Ukraine unterzeichnen konnten. Aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, nachdem die ersten Sicherheitsvereinbarungen von europäischen Staaten getroffen wurden, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und dann vielen, vielen weiteren. Es ist eben jetzt auch die ganze Europäische Union, die eine entsprechende Verständigung mit der Ukraine gefunden hat, auch ein Zeichen der Ermutigung für die Ukrainerinnen und Ukrainer, ein Zeichen an den russischen Präsidenten, dass er nicht darauf rechnen darf, dass er diesen Krieg einfach durch ständiges Weiterbetreiben aussitzen kann und die Unterstützung der Ukraine nachlässt. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie haben jetzt gerade erläutert, dass Sie die Mehrheitsverhältnisse, wie Sie sehen. Tatsächlich damit, dass Frau von der Leyen im Parlament jetzt die volle Unterstützung der großen Parteien vermittelt. Dann bedanke ich mich zu später Stunde oder früher Stunde hier. Und jetzt ist erstmal eine Pause mit EU-Gipfeln und dann sehen wir uns im Herbst wieder. Tja, dass das jetzt heute Nacht so ist. Ja, natürlich.